Was würde es für einen Unterschied machen, wenn du heute nicht mehr das Kreuz hättest? Wenn es das Christentum ohne das Kreuz gäbe? Was wir damals hatten im liberalen Christentum ist, wir haben gedacht, es gibt einen Jesus und dieser Jesus, der wollte mal Gemeinschaft haben. Vielleicht noch, dass Menschen sich vertragen, aber wollte Gemeinschaft. Das ist aber nicht das, was der biblische und historische Jesus von Nazareth nachweislich gesagt hat. Was der gesagt hat, war, ich bin in die Welt gekommen, um für die Sünde der Menschen am Kreuz zu sterben. Jedes vierte Wort aus Jesus Mund ist, ich bin gekommen, um dich zu erlösen. Von deiner Sünde und von ihren Konsequenzen am Tag des jüngsten Gerichts. Was passiert jetzt, sobald wir anfangen, daran rundzufeilen an diesen Hauptthemen? Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und das zeige ich dir jetzt ganz konkret und ganz praktisch. Nein! Und du merkst, das Kreuz fällt als Kettenreaktion auf das Ganze, wenn du das in Gang setzt.